neues Format in der Stadt ist, und zwar... Don't let the label label you! Goddamn right! NR Weekend 3, Main Match hier von Day 2! Und wir haben Knaller aufgefahren. Zwei Dudes, die Amok heißen, sich hier zu zerfleischen. Russisches Blut liegt hier auch in der Luft und vielleicht dann auch am Boden, werden wir sehen. Und ja, hier der junge Mann zu meiner linken Seite. Letztes Mal habe ich ihn genau in dieser Location hier angekündigt als einen der absolut heißesten überhaupt. Und dann hat er das nächste Battle so ein bisschen verchoked. Aber ich finde, das hat trotzdem seinem Hype keinen Abbruch getan, weil auch da war richtig Energy drin. Und wir wollen ihn wiedersehen. Macht bitte Lärm für Josef Steinschleuder! Und der Mann hier auf meiner rechten Seite verdient mindestens genauso viel Applaus und Lärm gleich. Denn dieser junge Mann ist schon ein richtiger Veteran hier, trotz jungen Jahren. Alles rasiert, außer dem Bart, den eigenen. Und ja, ey, eigentlich ist er um einen absoluten Deal hier bei Alpha Music betrogen worden, Alter. Mist, jetzt muss er hier wieder Dilte die Main Matches machen. Mach Lärm für 99! Das Battle geht auch hier direkt los. Klappe halten jetzt hier, Oma Doris. Erste Runde. 99. Sag mal, Steini, wie siehst denn du aus? Schreiben wir einen Physiktest oder was? Junge, es ist 90! Nein! Der Gyros-Verkäufer aus dem Süden von Deutschland, der mit Rustas auf Jamaika hängt und übelste Joints pufft, weswegen du dich auf ein gemütliches Vergnügen gefreut hast, aber dein Ausdruck in Ruhrpott wird gerade zur syrischen Kreuzfahrt! Für mich war die Planung meiner ganzen Zukunft echt einfach. Wenn ich mal groß bin, gehe ich zu Alpha Music Empire. Denn Say It, Jigsaw, 99 und Kollega, das passt mies. Hätte ja auch fast geklappt, only Drop can judge me. Doch nun von Jizzy 513 zu diesem Brillengestell auf Bein. Bei deinem Milchgesicht wird meistens jeder Kinderficker geil. Denn mit dem Gesicht und dieser Stimme könntest du beim Telefonsex perfekt Jarambos Wix-Vorlage sein. Oh! Ja. Neben dir klingt Selbstbomb Taggy so wie Cracke Valley. Du hast zwei Mütter und 16 potenzielle Daddies. Dein Lieblingssnack ist Schwanz. Jamaikaner nennen dich Butty Boy, denn du hast dich so schwul an, deine Stimmfarbe ist Gallo Boy. Und auch sonst ist irgendetwas faul mit dem Bengel, denn du bist zwei Jahre älter, aber siehst aus wie mein Enkel. Und weil dich mit dem Gesicht die Frauen so häufig enttäuschen, hängst du mit Jeremy im Kloster und schreist Deutschland den Keuschen. Sehr gut, wir fangen gerade an. Wer war letztes Mal in Dortmund schon da? Yeah! Da meinst du zu Vinci, quatit Bratucha, ich geh durch Bass, durch wie Butter, mich battlen war eine scheiß Idee, wie's konnte gar in deiner Mutter, die Line war dope. Doch als du da anfingst, Russisch zu rappen, dachte ich mir, bis jetzt dabei und bekam Lust auf ein Battle. Ey, sag nur, jetzt geblattern, du kriegst den Mund wie beim Zahnarzt, mich battlen war eine scheiß Idee, so wie die Flucht deines Vaters. Jetzt gibt's Barszucker. Ich lass dich Schlampe verbluten, denn seit diesem Jahr reguliere ich Rap wie Wladimir Putin. Ey, ich werd zum Stecher deiner Puppe, so wie Voodoo-Priester. Denn ich hab die Ausstrahlung von Reaktoren aus Fukushima. Steppe in die Cypher mit dem Kampfgeist eines Zulu-Kriegers und erwürge dann mit meinem Turban diesen Ukrainer. Fix seine Frau, wick sie ins Maul und diskutier dabei den Krim-Konflikt aus. Ja, ihr hört ganz recht, ich treff's die ganze Nacht mit ihr. Doch ich hab sie nicht aufgespannt, sondern die Schlampe annektiert. Doch ob Russland oder Ukraine, wir sprechen dieselbe Sprache. Und für sehr lange Zeit war das ein Land auf der Karte. Und schon vor 50 Jahren in den sowjetischen Staaten gab es Slawen. Und zwar genau zwei Arten. Der Feldsowjet und der Haussowjet. Der Haus
außer wir schätzen das Theater. Glänzt im Schachverein mit Siegen, ist am Piano ein Genie, spielt Sonaten und Etüden, kann Mathe und Physik, wird in Harvard promovieren, dabei ist der scheiß Haussowjet gerade einmal 7. Der Feldsowjet hängt vom Russenladen, um dich da kaputt zu schlagen und macht dann mit Fresh Polacke Trinkspiel um sein Kupferkabel. Er gewinnt, denn für ihn ist Schnaps so wie die Luft zum Atmen, drum muss er nach jedem Halbsatz Bien, Blatt oder Zucker sagen. Ey, der Feldsowjet hält von der Arbeit nicht sehr viel und fährt im nagelneuen Jeep zu seinem Arbeitsamttermin. Der Haussowjet dagegen ist zu Leuten stets freundlich und freut sich, wenn man ihm sagt, wie gut er doch Deutsch spricht. Ey, in Haussowjet-Familien gibt's Vertrauen und Liebe. In Feldsowjet-Familien gibt es hausschuldig Fliegen. Der Haussowjet friert aus Solidarität mit Fremden mit. Der Feldsowjet zittert nur vor Wut, weil's nicht noch kälter ist. Ich bin der bessere Sowjet und der bessere Rapper und wird heute nicht einmal verlieren, wenn Drop Dynamic das Match judge. Es ist Gulag Shakur. Es ist Gulag Shakur. Ich schick ihn ins Gefängnis, denn wenn Josef Stalin weg ist, regiert Ilja der Schreckliche. Alright, Dortmund! Ja! Erste Runde! Josef Steinschleuder! Ey, eine ganze Sowjetrunde! Ist ja echt voll nett! Aber du hast eine Sache vergessen: den Hip-Hop-Sowjet. Ja. Digga, ich betrete die Mietwohnung deiner sowjetischen Oma! Es wird kein schöner Abend für sie. Ich zieh mir prophylaktisch die Hose aus! Und schlender in die Küche wie ein Arzt vor der Arthroskopie. Ich sehe sie am Fenster sitzend, chemisch geessend und die Schalen auf die unten laufenden Ränder schnipsend. Bevor ich von hinten ankomme und ihr Kinn mit meinem Becken hebe, gibt es mit der Helle Schläger. Und wenn sie auf dem Boden liegt und ich ihre Zahnprothese mit meiner Ferse aus der Fresse trete, sag ich, bitte, es wird nasty. Bitch, es wird nasty. Am Anfang werde ich einen Schnitt entlang ihrer Bauchgegend machen, ziehe ihren Darm langsam raus und kann so den Organsack entpacken und stopfe es in ihre Fresse, zwischen zahnlosen Gaumen und hängenden Wangen. Und während sie langsam an ihren eigenen Exkrementen erstickt, sage ich, Bitch, hör auf, so viel Scheiße zu quatschen, es wird nett. Es ist nasty. Am Anfang werde ich nicht die Worte gemacht. Langsam entpacken, es wird nasty. Fuck, oh Gott, shit, das kann doch wohl nicht sein, Alter. Nasty. Okay. Während sie an ihren eigenen Exkrement erstickt, sage ich, Bitch, auf, so viel Scheiße zu quatschen, es wird nasty. Ich stelle mich breitbeinig auf die Handgelenke deiner Oma, leider werden ihre Hände ganz rot. Drück meinen Schwanz in eins ihrer Augen, es kommt aus dem anderen Auge raus und sieht aus wie das Zeichen für Wendeverbot. Fingernägel aus ihrer faltigen Kralle, tauche meine andere Faust in ihre schwarz-gelbe Galle, danach in die Handfläche, wo ich die Fingernägel sammle, und wenn sie aufstehen will, gibt es das erste Date zwischen mittleren Knoch und Wange. Es wird nasty. Es wird nasty, ich sage in entschuldigendem Ton, Izvini Babula, ich bin ein kranker Mann, schieb ihr einen glühenden Spieß in den Arsch und biete ihre Hämorrhoiden als Schaschlik an. Ja, Mann, es wird nasty für deine Omi. Nimm sie an ihren Schlauch, Titten und spring Seil mit, jetzt wäre ich Rocky. Und wenn sie dann noch atmet, dann erdrossel ich deine Komsomol-sowjetische Oma mit meiner Vorhaut. Das ist nicht schön anzusehen. Aber es erinnert sie ein bisschen an ihre Jugend. Denn sie kann in der Schlange stehen, eher was... Ilja, was machst du hier? Du hast ein Talent fürs Reimen und fürs Brüllen, aber kein Talent fürs Betteln. Dein erstes Battle war 2016, da warst du ungefähr 16, seitdem hat sich wenig verändert. Keine nennenswerte Analyse, keine Punchline hat gesessen. Immer nur das Erstbeste genommen und verarbeitet zu Texten. Aber wenn man die Battles dann nacheinander schaut, ergeben sich lauter Inkonsistenzen. Gegen MC Mike sagst du, seine Hip-Hop-Realness-Debatten wären lauter Unsinn.
Gegen Henry sagst du dann plötzlich, ich würde sterben für Hip-Hop und ich trage Baggies, du Schwuchtel. Gegen Bontegi kritisierst du seine moralisierende Art und gegen T-Way machst du genau hier, an diesem Ort, eine ganze Runde darüber, welche Witze man nicht sagen darf. Und wenn man sich das anhört, dann hat man das Gefühl, du schreibst nach dem Scheißegal, Hauptsache der Reim ist Fett-Prinzip. Aber es ist nicht scheißegal und der Reim ist auch nicht fett. In deiner Battlografie sagst du zu jedem zweiten Battle, du warst mit deinen Jungs da. Und es war eine richtig geile Zeit. Und natürlich hast du deinen Text an die Event-Crowd angepasst, wie könnte es anders sein? Nur sein Text an die Event-Crowd anzupassen ist vielleicht gut für den Moment. Aber mach es zu oft und du kriegst den Effekt. Du wirst assoziiert mit gar nichts, außer dass du sehr laut schreist, während du rappst. Und genau richtig, ein Fähnchen im Wind bestimmt nicht den Trend. Und wenn man alles zusammennimmt, dann merkt man, du schreibst nicht, weil du was Konkretes zu sagen hast, sondern einfach, weil du Spaß dran hast. Und das ist okay. Nur, wie soll mein Vorwurf an den Typen lauten, der sowas macht? Ich zeige ihm seinen Text. Ich sage, hier hast du verkackt. Er sagt, ja, stimmt, Alter, aber Splash dieses Jahr war richtig geil, hat richtig Spaß gemacht. Okay. Alter, tu, was du liebst. Nur, was du liebst, ist Ideenlosigkeit, versteckt hinter Reimketten und substanzloser Kritik. Ich hab das alles recherchiert. Und du kriegst es um die Ohren. Und ich hab dein scheiß Turban-Tape gehört. Und es gewissenhaft rezensiert. Und du gehst heute mit einem roten Punkt in deinem Turban nach Hause, wie bei den Japanischen. Ah, ihr wisst doch, was passiert. Du gehst heute mit einem Loch in deinem Turban nach Hause, wie beim Hindu-Genozid. Es wird nasty, Alter. Kannst du mal mit uns hinkommen? Alright. Machen wir weiter? Jo. Alright, zweite Runde! Jo. 99! Ey, wenn man selbst weder Charakter noch eine Angriffsfläche hat, wird halt von Anfang an gequatscht, was wohl der andere so macht. Und du findest bestimmt was, aber hast Rap nicht verstanden, denn lieber voll Widersprüche als ohne Ecken und Kanten, du hässliche Schlampe. Stell dir vor, dieses Battle wäre ein Date. Wir treffen. Stell dir vor, dieses Battle wäre ein Date. Wir treffen uns im Park, kommen uns romantisch unter dem Sternhimmel nah. Trinken Wein, dann gibt's ein Benzo ins Glas und du wachst auf und hast statt Wertsachen drei Schwänze im Arsch. Und apropos Date. Vor diesem Battle schrieb der Spasti mir eine Nachricht. Und als ich die gelesen habe, dachte ich, der verarscht mich. Denn der schreibt, Bro. Ey, lass doch zusammen in eine Bar, dann können wir hier verwenden, was der andere gesagt hat. Ey, was stimmt nicht mit euch? Joe Farrow fragt nach Nachnamen seiner Gegner vor der Show. Robskio schreibt beim Saufen Engels, aber wenigstens aufs Klo. Aber du schreibst deine Zeilen in der Kneipe auf einem Hocker, zeigst sie mir und fragst mich auf einen Reim auf 90s ein Opfer. Warum nicht gleich ein Switch-Battle, bei dem wir uns die Engels schreiben? Du erzählst von den Geschlechtskrankheiten deiner Elternteile, danach können wir uns im Backstage zärtlich unsere Schenkel streicheln und mit Falk und Kevin unsere Schwänze um die Wette reiben. Denn obwohl ich gerade erst ein Tape und 15 Battles machte, musst du, um mich schlecht zu machen, erst dreckige Wäsche waschen. Dir ist es also lieber, wenn es bisschen persönlich ist? Anton Atibilov, heute verwöhne ich dich. Denn was habe ich zu verlieren, mich mit dem Hurensohn zu treffen? Ich trinke 12 Bier und habe mein Portemonnaie zufällig vergessen. Also okay, Anton, lass mal einen heben, denn mit Schlampen erst gern dreckig wollen, dann kann ich da was regeln. Also verabrede ich mich mit diesem Versager. Und als der Tag kam, war ich auch startklar. Doch der Spast meint dann, nach all dem Palaver, sorry, Digga, klappt doch nicht, voll viel zu tun, wegen Theater. Wegen Theater. Du übertreibst erst deine Rolle und machst dann so eine Szene. Leitest alles in den Weg und ziehst dich dann aus der Affäre. Und du kannst dich auf der Bühne ja vielleicht ganz gut bewegen, doch wenn heute der Vorhang fällt, klatscht kein Beifall, sondern Schläge. Ey, ich scheiß auf Theater, Musical und Oper, du Penner, und spreche Poetry Slam an jegliche Koexistenz ab. Und du kommst aus Leipzig und spielst Theater. Dicker, finde ich sick. Doch sie telefonierte eine fucking Stunde mit fucking Sisyphos. Seine Theaterjungs ficken dich. Doch denk nicht, dass du durch den Theaterscheiß was Kreatives machst. Denn wenn der Regisseur dir sagt, Anton, spiel das, ja? Dann spielst du das. Doch du hast Vision, willst mehr im Leben erreichen und studierst halt die große Kunst des szenischen Schreibens. Du machst nichts anderes als Worte und Rhetorik studieren. Das ist für Battle Rap irgendwo zwischen Doping und Cheaten. Und das ist mit. Und das
merkt man. In seinen Tabletten-Timmy-Battle zum Beispiel trieft es förmlich schon vor Eloquenz aus den Zeilen. Trommelwirbel bitte. Ich bin Crack Ignaz. Du bist Wack Ignaz. Du, schäm dich, du Huren. Du bist wie Echo Fresh. Ich bin wie nicht Echo Fresh. Was, Bruder? Und auch deine Metaphern sind tief wie ein Ozean. Echt mal. Du meinst, dein Rap hat so viel Inhalt wie ein leerer Joghurtbecher. Alter, ein Joghurtbecher, der hat echt wenig Inhalt, wenn er leer ist. Was wird? Dafür muss man schon studiert haben. Genauso wie deine Konzeptrunden. Denn ich höre sie ständig sagen, Josef, hau wieder mal ein Scheme raus über biblische Plagen. Oder ein Part lang Spongebob-Bars. Bombo, glatt, das kommt wohl davon, dass man so früh alle Harry Potter-Bars verschossen hat. Yeah! Und dein Audio 88-Part war textlich so vergeudet. Du kickst ihn gegen Jolle, dabei stehst du vor Jesse 99. Ich fand's behindert, doch wenn der Spaß das so mag, erklär ich's dir mit nem Audio 88-Zitat. Du hast das Rad neu erfunden, es hat jetzt drei Ecken, fährt sich super beschissen, aber leuchtet im Dunkeln. Mach das! Hey, Oma Doris, zweite Runde, Josef Scheißler. Jo. Ich hatte tatsächlich viel zu tun und war nicht in Berlin. Zu sagen, ich hätte Schiss gehabt, ist ein bisschen extrem. Aber ich bin eigentlich wie ein Vater. Also ich brauche eigentlich keine Ausrede, um dich nicht zu sehen. Okay. Das Leben ist wie ein Buch. Und wer nicht reist, liest nur die erste Seite. Wir haben uns ungefähr dreimal getroffen in der letzten Zeit und jedes Mal fiel das Gespräch auf deine Weltreise. Ich meine, meiner Meinung nach macht Reisen an sich nicht interessant. Also ein interessanter Mensch kann ein sehr spannendes Leben führen in einer mittelgroßen Stadt und ein langweiliger Spast bleibt bei seiner Gastfamilie im mittleren Westen beim Backpacken durch Neuseeland oder Yoga machen in indischen Zentren derselbe Scheißspießer wie damals in Köln oder Essen. Ich bin nicht besonders viel rumgekommen, denn ich hatte in den letzten 22 Jahren keinen deutschen Pass. Du warst überall von Kambodscha bis Jamaika, bei deinem ganzen Schaffen findet sich nicht ein origineller Satz. Auf seinem Album findet man eine Menge Reimwörter auf Bitches und Blunts, auf Keta-Trips und Chemos, eigentlich auf jegliche Substanz. Das ist ja alles ziemlich krass, aber was nützen dir die Stempel in deinem Pass, wenn du nur schreibst über die Stempel auf der Hand? Und ich meine, nur weil man reist, ist man ja nicht gleich so ein belastender Rucksack-Tourist. Das habe ich auch von dir gedacht. Dann habe ich durch dein Ilja Rubinov Couchsurfing-Profil geskippt. Leute, ey, bitte jetzt. Everybody gets more when people share. Although our materialistic society wants to tell us the opposite. Happiness, experience and ideas just gets more by sharing it with other people. Hey, people can make us happy, money cannot. So many people are crying alone in their villas. Those dudes may be billionaires, but they're still very poor. Und am Ende von diesem Absatz noch ein Smiley. Ilja, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Das Reisen brachte dir große Weisheit und 90, ich muss dir zustimmen. We live in a society. Ich meine, okay, es ist ja sehr lieb gemeint, ne? Das muss ich schon einsehen. Ich habe nur schlechte Nachrichten für dich, Ilja. Du bist 13. Es gibt noch einen anderen Classic in seiner Couchsurfing-Selbstbeschreibung. Also eigentlich gibt es ziemlich viele, nämlich... Also, I think that people who travel or backpack much are quite open-minded, and it's a great way to connect those people. Backpacker. Open-minded. Alter, Backpacker sind eine richtige Wucht. Man kann sie lieben oder hassen. Wer sonst schafft es, die ganze Kultur von Vietnam kennenzulernen? In 4 Tagen. Ohne das Hostel zu verlassen. Ilja. Ey, du kleine Reisebiene. Schau doch nicht so. Mann, schön klingende Allgemeinplätze können die Welt verändern. Tu dich doch mit Barbara zusammen. Ey,
Und bei unserem allerersten Treffen hatte ich ein bisschen das Gefühl, er wollte mich einseitig Kompliments betteln. So, Josef Steinschleuder, in Leipzig, was ne? Josef Steinschleuder, was für ein cooler Name. Und die Facebook-Post, allererste Sahne. Und ich war so, okay, Alter, er freut sich echt, mich zu sehen. Aber hey, ist voll kein Ding. Nur, das war nicht, was ich meinte, als ich sagte, ich hätte gern meinen Schwanz in zwei Neunen drin und... Und ich hab deinen Top-Tier-Takeover-Freestyle-Battle gesehen und ich war ein bisschen abgefuckt. Plötzlich hast du einen russischen Akzent in fast jeden zweiten Satz gepackt und ich war so, hä? Das hast du doch vorher fast nie gemacht. Und dann ist mir aufgefallen, jupp die Kurva, fresh Polacke, matt. Ey, könnt mir zuschauen, wie ich ihn in den NATO klatsch. Moment, NATO? Was? Ah ja, klar, der Russe kommt immer raus, wenn's passt und... Ey. Und vielleicht... Vielleicht seht ihr das politische Scheme, was sich hier gerade ergibt. Denn er kommt aus Russland und ich komme aus der Ukraine. Heißt, unsere beiden Heimatländer führen momentan Krieg. Aber keine Sorge, ich werde kein politisches Bewusstsein entwickeln, nur weil es gerade ins Battle passt. Da stehe не буду сегодня мститься Донбасс, не буду обсуждать, чей Крым, ваш или наш. Scheiß drauf, darüber rede ich nicht. Wenn die Migranten nach einem Bier plötzlich Nationalgefühle entwickeln, dann ekelt's mich. Alter, unser interkultureller Diskurs beginnt und endet, wenn ich in deine Pilmeni wichs. Also sag ruhig, du bist Berliner, Stuttgarter, Russe, was dir jetzt so gefällt. Aber ich ficke deine Mutter über Landesgrenzen hinweg. Und ich fick dich, 90. Ich fick deine Reime, ich fick dein Trikot, ich fick dein fucking Turban-Taper Merchstand und ich fick deine Flaws. Aber vergiss nicht, Alter. Jobs fill your pockets, but traveling fills your soul. Dortmund! Beide MCs haben jeweils noch eine Runde! Beginnt bei 99! Oh, Steini hat keinen Pass. Guck doch, wie es bei mir geht. Ich schmiss meinen vor 10 Jahren weg und sag seitdem, ich bin 17. Oh, seht mich an, ich bin Josef. Ich hab Internet, ich hab dein Couchsurfing-Profil gefunden. Reden wir mal über die Art, wie du rappst. Du benutzt einfache Worte, aber betont sie voll krass. Deine Zeilen flüstern Pengame, doch dein Gesicht schreit nach Spaß. Du nimmst die Sache ernst, legst den Fokus auf den Job, machst die Verantwortung zu ihnen hoch, doch jetzt geht's so lonely at the top. Und du studierst szenisches Schreiben. Junge, ist okay, aber was hat dir dein Professor über Mutterlines erzählt? Das ist das Problem. Dann sitz ich mit deiner Mutter, mal vom Fernsehprogramm. Bricht erstmal der Bann, dann das Herz, dann der Damm. Denn ich nehm deine Mom so elendig ran, bis ihre Foot aussieht wie zwei Pilmeni mit Schmand. Ey, viele Diltili-MCs sind hier nicht gerade beliebt. Aber wer von denen ist eigentlich der schlimmste Parasit? Es ist nicht Virus. Und es, es ist nicht Virus. Und es ist auch nicht Geuner. Nicht Kreuzfeld Jakob, es ist die Bazillenschleuder. Und es fing an vor 2 Jahren, als Chief und ich noch Scouts bei Doodle waren. Kato, Mikesh, Wolf, Joe Farrow, wir entdeckten gute Namen. Dann schickst du eine Quali ein. Alter, war die Scheiße wack. Nur dein Name war behindert. Wir lachten uns beide weg. Chief hatte keinen Bock. Ich sag dir, gib den Spaß dir einmal ein Match. Verstehst du, was ich sag, Steini? Ich hab mich für dich eingesetzt! Yeah! Deine ganze Karriere hast du mir zu verdanken. Und du hast recht, am Anfang gab ich dir noch Props und eine Menge Tipps. Aber wenn dein Text nicht sitzt, nützt dir dein Talent auch nichts. Du hast es im Kopf, doch nicht im Herz. Deswegen hast du auch heute verlieren. Und Steini, nein, ich hasse dich nicht! Ich bin ein bisschen enttäuscht von dir. Denn ich geb ja zu, deine Ansätze sind genial. Drum verstehe ich auch, was viele Fans dann in dir sahen. Doch durch diese Chokes wird jedes Battle zu einer Qual. Nichts auf der Welt ist so traurig wie verschenktes Potenzial. Und AIDS. Doch es ist nicht nur, dass du chokest. Nein, Mann, Josef, dieser Knecht, ist sogar in der Disziplin des Chokens richtig schlecht. Ich meine, ein guter Choker macht kurz einen coolen Spruch und bösen Blick. Josef reagiert richtig cool mit einem Töte mich. Und mein
weint nach der zweiten Runde ernsthaft. Ich erhänge mich gleich und badet sich in Selbstmitleid, während in mir der Fremdscham steigt. Man sagt, dass ich wahre Stärke im Moment der Schwäche zeigt. Und wenn du selbst das nicht kannst, wie willst du je ein Champion sein? Denn sobald deine Chokes dem Gegner gerade den Tag versüßen, bricht dein Rückgrat zusammen, so wie Marsbees Psyche. Ich meine, jeder Mensch verkackt mal, siehe ich. Bleib halt mal relax. Du brauchst dich nicht gleich erhängen. Lern mal einfach deinen scheiß Text. Ironie. Selbst Jamie drückt dir dann im Interview noch eine rein. Doch anstatt zu sagen, dass du es in der Zukunft wieder reißt, sagt der Spaß, vielleicht sollte ich zurück zu du und deine Lines. Und weißt du was, ich wäre dafür, da passt du Hurensohn gut rein. Ich meine, der Typ fischert zwei Runden und meint dann wie ein kleines Mädchen. Oh Mann, meine zweite wäre so geil gewesen. Ja, Steini, bestimmt. War voll heftig, dieser Text. Wär voll geil gekommen, hättest du sie gerappt. Aber nicht. Und so klingt das Ganze schon nach, ich hätte sie voll besorgt, wäre ich nicht sofort gekommen. Ja. Dritte und letzte Runde, Herr Amstatt. Ey, du sagst, du hast mich bei du und deine Lines gescoutet. Ey, danke, geiler Scheiß. Aber dann hast du auch Shizu gescoutet. Na, sagen wir 1-1. Ey, ich hab dir versprochen, dass wir dein Album besprechen und ihr könnt sehen, wie es jetzt gleich passiert. Ich bin nicht dein Kumpel Josef 104 und ich bin auch nicht Therapie. Plus niemand, der dich therapiert. Nur jemand, der sich mal tagsüber und nüchtern deine Musik anhört. Und es fehlt dir nicht an Reimen und es fehlt dir nicht an Beats. Und es fehlt dir nicht an Flows oder Verständnis für die Musik. Es fehlt dir nicht an Connections in die Szene und deine Themen sind nicht zu deep. Was dir fehlt, war von Anfang an klar. Von Big Daddy Kane bis Action Bronson wissen alle, das Wichtigste für einen MC ist Charisma. Und das ist dein Problem. Du hast kein Charisma on Tape. Du klingst wie ein aufgedrehter, heiserer Typ von dem Laptop, links das Reimlexikon und rechts Ethan Drake. Schau mal, eine einnehmende Persönlichkeit auf den Tracks ist, was du nicht hast. Wenn Karate Andy genau das gleiche rappt, ist es unterhaltsam as fuck. Guck mal, MC Bomber mögen viele, obwohl ich glaube, er ist ein Spast. Aber er hat Charakter in den Strophen. Und das ist der Grund, warum es beide nicht klappt. Kannst du dich noch an das Battle Gospel gegen Pille bei Rapper Mittwoch erinnern? So, schau, wie ich dich mit meinen zicken Reihenpellers zerficke. Gegen einmal Lächeln und der Saal ist im siebten Himmel. Das ist dein Problem. Und das kannst du nicht wie Reimketten quantifizieren. Da kommst du an dein Limit. Ich kann es dir noch mit einer anderen Battle-Rap-Metapher sagen. Deine Musik ist wie ein Notice-Battle in den alten Tagen. Nur hatte er Pasta-Marken und du hast Paste-Marken. Ey, und du hattest ja dieses Interview bei Easy Life TV. Easy Life TV? Ja, man muss ja auch nicht jede Scheiße schauen. Ich werde mich jetzt mehr auf die Wen juckt's. Das interessiert keine Sau. Du battest seit 4 Jahren, aber der Battle-Rap-Zug ist an dir vorbeigefahren, mein kleiner Baum. Du bist jünger als ich, aber hast dich noch nie an eine innovative Taktik rangetraut. Yo, du bist mit jedem Zweiten in Berlin befreundet. Wow, ich bin überhaupt mit niemandem befreundet. Als hätte ich im Vatikan mein Coming-out. Und heutzutage... redet jeder Quadratschädel über aufstrebende, innovative Newcomer gegen eingerostete alte Hasen. Aber ich glaube nicht an den Quatsch. Das ist genau so ein Zusammenhang, den man nur findet, wenn man danach sucht. Und das ist ein Fakt. Papi Schlauch war origineller als Joe Farrow. Und Karma war kreativer als Kid Soldier. Was hätten wir denn gedacht? Und die vielbeschworene Newcomer Avantgarde Josef Steinschleuder verliert gegen den alten und frigiden Mars B. Wer hätte es denn gedacht? Und was, hä? Habt ihr gedacht? Ein gigantischer Choke in meinem größten Battle bisher wirft mich schon aus der Bahn? Na, am besten denkt ihr gar nicht mehr dran. Plus ihr habt alle gesehen, es wird tödlich, wenn ich vergesse, Bitch, das fällt der Gasherd noch an. Und du? Und du teilst auf deiner Facebook-Seite die Playlist Why Are You a Rasta Man? Alter, so, doch, so siehst du auch aus. Ich habe nur eine Frage an dich, Alter.
Wie spricht man Bomberklatt aus? Und deine ganzen anderen Facebook-Posten auch alle nur Konsensgelaber. Deutschland ist so ungerecht. Okay, vielen Dank, dass du da warst. Keine Analyse, keine neue Einsicht. Nur ein Strom von Likes, wie im Fluss Niagara. Ein guter Kopf ist ein toter Kopf. Deutschland läuft bei dir. Okay, keine weiteren Fragen. Aber wenn du nichts zu sagen hast, außer die da oben, dann hast du nichts zu sagen. Ich meine, du kannst dich ja über die Obrigkeit beschweren. Nur wenn dahinter nichts kommt, ist es irgendwie leer. Und dich danach ernst zu nehmen, fällt mir irgendwie schwer. Wie sehr mag ich einsilbige Reime? Sehr! Hey, übrigens, ich würde mal nach deiner Oma schauen. Die liegt immer noch verletzt auf dem Boden seit dem ersten Vers. Geiles Match! Ejo, Oma Doris! NR Weekend 3 Day 2, das war hier das Main Match, macht fucking Lärm für Bayern! Ich fand's übergeil. Ich fand's richtig super. Super, super, super. Ey, Judging, hören wir uns jetzt an, aber ich vergebe schon ein Prädikat. Super, super, super. So, hier, was geht los, Hans? Wer möchte? Er könnte weg, Hammer, aber du? Ja. Sehr geiles Battle. Sehr geiles Battle. Auf jeden Fall Main Match würde ich sagen. Ich muss ein bisschen vom Handy ablesen, weil ich ein bisschen Schwierigkeiten hatte, da jetzt ein paar Worte zu finden. Also ich fand bei dir die zweite Runde am allerstärksten, fand ich persönlich. Ich fand bei der ersten Runde den Einstieg zwar überkrass, dass du direkt voll aggressiv reingekommen bist. Und auch die Russen-Lines fand ich cool, die du da halt auch in der zweiten Runde noch so ein bisschen gebracht hast. Aber für mich, wie gesagt, Highlight die zweite Runde so. In der dritten Runde halt die Choke-Thematik fand ich sehr geil, aber dann halt... ist egal, never mind. Auf jeden Fall, bei dir fand ich es halt auch sehr geil, dass du ebenfalls komplett rough und dirty und mir fallen keine weiteren englischen Worte ein, aber du bist auf jeden Fall sehr... Danke, ich hab's nicht nur mit Namen. Sehr nasty und auch die Wortwahl und die Lyrik allgemein bei dir, das ist, muss ich echt sagen, bin ich schon ein bisschen Fan davon. Aber auch hier fand ich die dritte Runde ein bisschen schwächer als bei der ersten und zweiten. Würde aber da trotzdem sagen, dass du auch, wo du in der ersten Runde kurz gechoked hast, dass du die da schon besser gemacht hast als bei ihm. Und insgesamt würde ich das Ganze dann auch eher an dich dann geben. Ja, den haben wir hier noch als Schatz, der war noch damit. Lücke, Alter. Ja, man ist Lücke. Wo sind denn hier die anderen? Hans, sing mal einmal bitte. Boah, ey, fickt euch. Das war, also, boah, das ist echt das schwierigste Judging, das ich ever gemacht habe. Beide unglaublich stark reingekommen. Du hast einen ganz, ganz minimalen Holperer gehabt in der ersten. Du hattest einen bisschen festeren Holperer gehabt in der dritten. Und das ist der Unterschied, Digga. Was ihr gebracht habt, war beides von beiden Seiten unglaublich geil. Und das sind halt die wirklich ganz kleinen Sachen. Steiner. Ja, ja, ja. Ja, ich fand es gar nicht so schwer zu judgen eigentlich. Klar, es war dein Choke in der dritten Runde, aber ich fand dich auch thematisch besser. Ich fand, mit dem ganzen Schauspiel-Scheme hast du auch irgendwie so zu lange gebraucht. Zu dieser, also mir kam es so vor, als würde alles nur auf dieser einen Sisyphos-Jungs-Ficken-Dich-Line aufbauen. Und, also so kam es mir vor, das war irgendwie zu lang. Ich fand deine dritte Runde sehr schön. Ich habe wieder sehr gern zugehört. Ja, fand's cool. Ich fand's auch witzig, dass du in der ersten Runde so reingekommen bist, weil ich mir irgendwie dachte, irgendwie musst du darauf nochmal zurückkommen. Und wäre sehr enttäuscht gewesen, hättest du es nicht gemacht, aber du hast es gemacht. Sehr cool. Mein Wort geht an Josef Steinschüttel. Ja, das meiste wurde ja schon gesagt, also du bist in der ersten super, super stark reingekommen. Ich dachte so, geil, 90 wieder und feiern Dortmund. Dann kamst du nach, auch richtig geil, und dann als du an dieser Nasty-Stelle gehangen hast, dachte ich mir so, oh, schade, Alter, deswegen
So, ich hätte ansonsten fast einen Draw gegeben, hätte ich die erste Runde schon eher bei ihm gesehen. Danach hat sich aber ein bisschen gedreht, da wurde es bei dir so, auch mit dem Schauspielding, ein bisschen fader, so für mich persönlich. Da hast du aber gut nachgelegt. Dritte Runde doof gelaufen und dann hast du noch, dachte ich mir, okay, wenn du jetzt keinen Stumbler drin hast oder nicht chokest, dann hast du es, hast du auch gemacht, deswegen geht mein Wort an dich. Ja. Und der letzte Dart. Nicht der voll weg, ne? Naja, ich hätte das genau andersrum gegeben. Also erste, zweite Runde von dir so on fire, du hast richtig auf ihn eingeprügelt. Zweite Runde, eine ganze Flip-Runde, voll cool, aber seine Energie, zweite Runde, unendlich. Und das ging halt so. Und dann dritte Runde, dieses mit dem Choke, bla bla. Finde ich, hat dann keinen Wert mehr, wenn du ihn zwei Runden schon zerstört hast. Also zerstört, bla, hohes Niveau, geiles Battle, so, ich hätte es andersrum gegeben, aber Props an beide. Ja, kompetent! Ja. Kompetent! Was du da mit der Blech? Dein Sieg wäre es. Waren es 4 jetzt oder 5 von mir? 4-1. 4-1. 2-0 ist scheiße, IQ. Und das stimmt doch, Alter. 4-1. Und. Manu, ist das verraucht hier? Wer raucht denn hier jetzt? So, ey, wirklich. Hammer, krasse Leistung. Mach bitte. Ruhrpott-Lärm! Ruhrpott! Für Lucky Night! Aber gefestigt! Und zurück in der Spur! Und einen weiteren Sieg eingefahren! Macht Lärm für Josef Seister! Don't let the label label you. Wir haben ein Main-Match gesehen zwischen Josef Steinschleuder und 99. Das Match war auf jeden Fall geprägt von Lautstärke und von Energie, würde ich sagen. Und tatsächlich hattet ihr beide, also ich finde, ihr hattet, habt ähnliche Dinge beide verwendet und habt auch beide so ganz leichte Unsicherheiten gehabt. Er hat's auch schon lang und breit thematisiert, auch deine Unsicherheiten von letztem Mal. Und ich hatte das Gefühl, du stehst da und sagst so, ja, gib mir, weil du ja irgendwie, also du hast es nicht selber nicht gedroppt, aber du hast schon, nehme ich an, auch damit gerechnet, dass das kommt. Chokes. Ja, genau. Habe ich selber, also meinst du, über wo, was habe ich nicht, nicht gehabt, sondern nicht, nicht, gehabt. Nicht aufgegriffen. Ich hatte eine Bar nach dem größten Choke und meinem größten Battle, da habe ich es aufgegriffen. Und sonst nicht. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, hätte ich mich rechtfertigen sollen oder sagen, ich komme jetzt härter rein. Ich weiß nicht, ich kann meine Chokes nicht vorhersehen. Ich wollte ja nicht, dass mir das passiert, was letztendlich ihm so ein bisschen passiert ist. Also ich sage, Chokes, und dann choke man halt währenddessen. Das wollte ich halt nicht, deswegen habe ich es nicht gemacht. Ich kann meine Chokes nicht. Nicht aber mehr. Du hast damit gerechnet, meine ich, dass der Vorwurf kam nach dem letzten Battle, das habe ich gemeint. Nein, damit habe ich gerechnet, ja. Aber, ja. Und ihr hattet beide, also du hast seine Oma ziemlich auseinandergenommen so und er ist auch körperlich gewalttätig gegen deine Mutter geworden. Ihr hattet beide russische Zeilen mit drin. War das irgendwie, genau, hast du damit gerechnet, dass er das Russisch-Thema aufgreift? Ich habe es gehofft. Ehrlich gesagt. Also wir wussten gegenseitig, dass wir diesen russischsprachigen Background haben. Habe ich tatsächlich auch erst bei dem Vinci-Battle gepeilt, als er halt da eine Zeile auf Russisch gerappt hat. Und ich habe es ein bisschen gehofft, weil ehrlich gesagt, ich feiere das. Also dieses Ding halt einfach, okay, er hat halt einen ukrainischen Background, ich habe halt einen russischen Background, da gibt es halt irgendein politisches Geschehen. Und ich finde es halt irgendwie nicht so cool, das Ding komplett auszulassen und dann einen riesen Bogen zu machen, sondern ich finde, weil, also wir kennen uns ja auch ein bisschen und dass wir da beide irgendwie drüber stehen und dass es kein Thema zwischen uns ist, sowieso klar. Und dann gib ihm so, also so ein bisschen dieses Iron and Solomon Disaster Battle war vielleicht ein bisschen, kann man drüber diskutieren. Nein, aber ich finde das lustig, wenn Palästinenser gegen einen Israeli battle. So, das hat auch ein Potenzial für ein geiles Battle. Und dann ist natürlich die Frage, wie gut oder wie stumpf oder etc. baut man das auf. Aber ich habe ein bisschen gehofft, dass es russisch wird und es wurde sehr russisch. Er hat ja auch zum Beispiel gesagt, so, er hat keinen Bock, jetzt was Politisches zu bringen, nur weil sich's anbietet. Und hat dir das ja auch so zum Vorwurf gemacht, dass du solche Sachen bringst und wenn es eben passt und genau, wenn sich's anbietet, du das auf jeden Fall machst. Was sagst du zu dem Vorwurf?
Also ich habe ja überhaupt nicht so einen langen Politik-Scheme oder sowas in die Länge gezogen, sonst war im Endeffekt, also klar, diese Russen-Bars an sich, aber dieses Feld-Sowjet-Haus-Sowjet-Ding war ja eine Anlehnung auf was anderes und so. Und de facto dieses Russland-Ukraine-Ding war eigentlich in zwei Zeilen Thema. Und da ging es darum, dass ich mit seiner Freundin mich vergnüge und das mit irgendwelchen Krim-Annektierungen vergleiche. Also ich hab's ein bisschen genutzt für eine lustige Punchline, aber ich bin jetzt nicht lange drauf rumgeritten. Also ich hätte es wäre ja auch kein krasser Engel gewesen in der Hinsicht, weil klar, es gibt diesen russischen und ukrainischen Background, aber das könnten ja jeder Russe und jeder Ukrainer sein. Also es ist ja jetzt nicht super maßgeschneidert auf ihn. Aber keine Ahnung, ich finde das... Klar, ich finde immer es gut, dass man alles nimmt, was sich für ein Battle irgendwie anbietet. So. Sonst kommt man ja auch immer nur um dieselben Themen und dreht sich im Kreis. Und finde ich voll legitim, da ein paar Zeilen drum zu machen. Ja. Ich bin natürlich gespannt, was passiert wäre, wenn ihr euch wirklich in einer Bar getroffen hättet. Jetzt kurz mal Real Talk. So, hast du ihm das vorgeschlagen? Ja, voll. Ich habe ihm geschrieben, lass mal chillen vor dem Battle. Tatsächlich habe ich das ihm vorgeschlagen, weil ich einen Dreher hatte im Datum. Ich dachte, das Battle wäre viel balder, als es dann war. Ich dachte, das Battle ist, ich habe einfach die Monate vertauscht. Ich dachte, das Battle ist ultra bald, in 2 Wochen oder so. Und ich hatte, keine Ahnung, ich mag 90 so an sich, so wie ich ihn kennengelernt habe. Ich dachte, lass treffen und chillen. Ich wollte halt auch mir selbst so die Aufgabe stellen oder zu fragen, wie ist denn ein Battle? Oder was kann man sich aneinander werfen, an den Kopf werfen, nachdem man zusammen gesoffen hat? Ich habe es ihm vorgeschlagen. Und ich hätte es auch gemacht. Ich war tatsächlich nicht in Berlin einfach. Ich hätte wirklich viel zu tun. Ich war nicht da. Ich hätte es gerne gemacht. Und dann habe ich aber gleichzeitig gesagt, also lass nicht so tun, als würden wir nicht für das Battle scouten, weil das tun wir auch so. Es ist so, man kann das halt ungesagt lassen so. Wir chillen nur ganz kurz. So, ich chill mit irgendwem, aber ich weiß, das Battle steht an. Oder es könnte ein Battle sein. Und wir tun wer sich da jetzt wohl versteckt? Was kommt für ein Battle? Nee, es ist nicht, ob ein Battle kommt. Aber wenn es möglich ist, dass eins kommt und man chillt zusammen auf dem Event vorher und man kann es ungesagt lassen, sozusagen, dass man gleichzeitig auch scoutet, dass man schaut, was macht der. Ich finde es nicht verwerflich und ich finde, man muss auch nicht ungesagt lassen. Man kann es sagen, so, wir chillen jetzt, aber gleichzeitig so, haha, ich checke, was du sagst, um es dann gegen dich zu verwenden. Ich finde es nicht verwerflich. Ich finde, es ist okay, im Battle alles zu verwenden, was man halt weiß. Ich finde allerdings nicht, so wie du gesagt hast, oder würde ich nicht mitgehen, dass man halt alles verwenden soll, was es gibt. Man muss halt verwenden, was man für dringlich hält oder was. Zum Beispiel diese politische Sache, ich würde dann politisch werden, wenn es mir ein Anliegen ist. Wenn es mir ein persönliches Anliegen ist, dass, wenn ich jetzt ein ukrainischer Nationalist bin im Herzen, wenn ich dafür brenne, dann mache ich 3 Runden über die fucking Krim, so, wer da wohin was einmarschiert ist. So, dann ist... Dann ist es richtig, dann ist es gut, dann macht man das, wenn es dir selbst ein Anliegen ist. Wenn es dir selbst kein Anliegen ist, es pro forma zu droppen, weil es im Raum steht, ist nicht mein Ansatz. So. Hast du ihm im Battle ja auch vorgeworfen, tatsächlich. Auf das komme ich gleich noch, zu sprechen. Was sagst denn du dazu? Hättest du dich mit ihm in eine Bar gesetzt und hättest gesoffen, so mit dem Wissen, dass da halt Material entstehen kann? Na, wie gesagt, es ist lustig, dass wir auch beide, also aus meiner Sicht war die Story halt so, wir haben dieses Match gefixt. Ich hatte den Zahlendreher halt nicht, auch wenn ich verpeilt bin. Ich wusste schon mal, dass Battle war und dass es ein ganz normaler Zeitraum gewesen ist. Und dann schreibt ihr mir wirklich halt eine Stunde oder so, nachdem das gefixt war, so ganz bald darauf so, hey, lass mal einen sippen so und das dann. Wir können ja dann so verwenden, was der andere gesagt hat. Also wir müssen ja nicht so tun, als ob wir es nicht tun. Lass doch verwenden, was der andere gemacht hat. Und ich habe eine total ironische, dumme Antwort drauf gegeben, weil ich dachte, der verarscht mich, wie ich das auch wirklich in dem Battle gesagt habe. Ich dachte, das kann nicht sein Ernst sein. Also, nein, no front, nee, jetzt kein Nachtreten so. Ja, ey, alles cool. Und ich dachte, und dann meinte ich, habe ich gecheckt, der meint das ernst. Und in dem Moment war mir schon klar, ey, das wird die Engel. Und dann habe ich mir im nächsten, also ich habe das eigentlich in der zweiten Runde relativ ehrlich erzählt, so, dann dachte ich mir so, ey, was habe ich denn zu verlieren, mit dem zu treffen? Und ich habe mir voll den Spaß gemacht, ihn zu verarschen, ihm irgendeinen Scheiß, also keine Ahnung, aber ich hätte es auf jeden Fall gemacht, weil ich wusste, es gibt diese Möglichkeit, ich habe auch schon so viele Battles gemacht, warum nicht mal was Neues, ich fand es irgendwie lustig und ich wäre hingegangen. Und wie gesagt, aber ich wusste schon, die Hauptengel ist, dass er mir das überhaupt angeboten hat, weil ich fand es ehrlich gesagt total absurd. Also ich habe es ja, wie gesagt, mein Engel dann so aufgebaut, so, ey, wir können jetzt ja gleich auch die Engels gegenseitig schreiben und dann, keine Ahnung, fallen wir uns um den Hals. Intim reiben ist das... Egal. Na, aber hättest du, also wäre das nicht das Risiko gewesen, dass er dir halt wirklich einfach Scheiße erzählt, so in der Hoffnung, dass du sowas dann nimmst? Ja, es wären alle möglichen Risiken dabei gewesen. Es hätte alles Mögliche schief gehen können. Ich hätte mich verplappern können, er hätte sich nicht verplappern können, so tun können, er hätte Schauspieler... Na klar, ne, ja, aber ich habe halt, keine Ahnung, ich suche halt immer einen Weg, irgendwas Neues zu machen. Keine Ahnung, das schien mir halt in dem Moment witzig, keine Ahnung, es gab eine große Gefahr, aber es gab auch was zu holen. So ist, zumal, vielleicht wollte ich auch einfach mal so saufen gehen, so ist ja auch nicht,
Ist ja auch nicht mehr. Jetzt ist zu spät. Wäre dieses Battle nicht gestanden und hätte einfach gefragt, ey, 90, lass mal einen saufen gehen, wir wohnen in derselben Stadt, hätte ich gesagt, auf jeden Fall, ich mag den Jungen ja. Aber so, das hat, also ich habe das überhaupt nicht verstanden und ich hätte auf jeden Fall, ich wäre nie auf die Idee gekommen, meinem Gegner eine Nachricht zu schreiben. Aber wie gesagt, ist doch lustig. Jetzt haben wir auch das wieder, Material fürs Battle. Und ganz kurz, wenn ich mich zu dem zweiten äußern darf, was ihr besprochen habt, nach dem Motto, wenn es dir ein Anliegen ist, benutzt du das und soll man wirklich alles benutzen. Das wäre ja letztes Mal Thema. Ich finde überhaupt nicht, man sollte alles benutzen. Ich finde zum Beispiel nicht, man sollte jetzt zu persönlich werden oder etc. etc. Aber dieses, ob es ein, aber wie gesagt, da gehen ja die Meinungen auseinander. Dafür haben wir diese wunderschönen Interviews. Ding. Auf jeden Fall, es ging ja auch darum, dass, also wenn mir das ein Anliegen ist, dann würde ich da einen ganz langen Engel draus machen. Und im Battle hat er mir auch vorgeworfen, so, du battlest nur zum Spaß. Du battlest nicht mehr. Ja, ich battle nur zum Spaß. Also ich verstehe den Engel, ist natürlich legitim, war ja auch gut geschrieben. Ich glaube, es war auch mehr so, du schreibst nicht, weil du was zu sagen hast, sondern weil du Spaß dran hast. Also erstmal habe ich gegen den gar nicht so viel zu sagen, aber ich muss den ja battlen, weil irgendwie war das ein gutes Matchup und dann haben wir das halt gemacht so. Also ich hatte erstmal gar nicht so viel zu sagen und ich gehe auf jeden Fall nicht mit diesem super metaphysischen Anspruch an meine Battles und sage, ich muss da irgendwie meine Seele offenlegen und mache mir ganz, ich schreibe einfach irgendwas und auch mit. Also nicht, dass man mich falsch versteht, ich sag nicht, man sollte alles droppen, aber ich finde zum Beispiel ein paar lustige Lines, also ich habe es ja überhaupt nicht politisch gemacht, sondern ich habe es so, das jetzt nicht zu verwenden aus irgendwie politischer Korrektheit. Oder Wortspiele, die sich anbieten, weil das Thema passt. Genau, ich glaube, versteht man mich ungefähr. Ich würde noch zu sprechen kommen, du hast auf seinen Vorwurf, den wir gerade auch angesprochen haben, nämlich, dass du schreibst, nicht weil du was zu sagen hast, sondern Spaß an der Sache und dass du vor allem widersprüchlich bist in dem irgendwie, was du in Battles sagst und von Battle zu Battle halt dann immer wieder andere Sachen machst, obwohl du vorher gesagt hast, das findest du nicht cool. Das hat er dir ja vorgeworfen und du hast dann Freestyle-Konter gehabt, der ziemlich, ziemlich krass war tatsächlich und du hast dann irgendwie sowas gesagt wie, na lieber widersprüchlich als ohne Ecken und Kanten. Da eigentlich, ich weiß nicht, warum ich dich die ganze Zeit anschaue, eigentlich wollte ich die Frage an dich so, aber weil es dein Freestyle-Konter war, so die Überleitung, die Frage an dich, genau, was sagst du dazu, dass er dir vorwirft, quasi keine Ecken und Kanten zu haben? Also zum einen kann ich ja meine Persönlichkeit nicht beeinflussen, je nachdem, wie was sich halt im Battle anbietet, also selbst hätte ich keine Ecken und Kanten, egal ob ich es habe oder nicht, kann ich ja nichts dafür. So, es ist nichts, wofür ich mich entschuldigen kann. Ich bin halt so. Andererseits glaube ich nicht, ich habe keine Ecken und Kanten. Ich glaube, es gibt von mir sehr viel. Ich glaube, von mir ist der Name, der Studiengang, keine Ahnung. Also jeder, der mich battelt und meinen Namen, meinen Vor- und Nachnamen googelt, findet genug Sachen. Haben ja auch schon genug Leute gemacht, so tatsächlich. Haben genug Leute gemacht. Und ich glaube nicht, ich habe Ecken und Kanten, keine Ecken und Kanten. Selbst hätte ich keine, ich könnte ja auch nichts dafür. So, deswegen, das kann ich nur sagen. Was Josef in dem Battle auch gemacht hat, ist dieses Reisenthema, womit du ja auch... Das musste ja mal passieren, endlich. Genau so, komm, gib mir, Alter, hau rein, Alter. Ja, genau, ich wollte auch gerade sagen, es ist irgendwie bis jetzt fast gar nicht, also wenn, dann ist es vielleicht kurz erwähnt worden, ja. Aber so richtig ausgereizt worden ist es nicht. Und es bietet sich ja wirklich an, weil du einfach, wenn man was von Social Media von dir mitbekommt, dann hauptsächlich das. Hast du darauf gewartet, damit gerechnet und wie fandest du es? Ich habe lange darauf gewartet. Dass ein Engel erscheint, Alter. Nein, ich wusste ja schon, dass sich das irgendwie anbietet. Ich muss halt sagen, auch zu dem, was du jetzt gesagt hast, haben wir auch gerade eben schon drüber gequatscht. Es gibt einfach verschiedene Herangehensweisen oder Sichtweisen davon. Ich habe noch nie, glaube ich, den Namen meines Gegners gegoogelt, tatsächlich. Also oder ganz vereinzelt oder nie. Ich habe nicht den Anspruch, seinen Studiengang oder zum Beispiel, er schreibt ja ganz viel Zeug auf Facebook, so Geschichten oder sonst irgendwas so. Es ist sehr entertaining. Ab und zu lese ich mir das durch und ich wusste, ich könnte mich jetzt da durchstudieren, durch seine Chroniken. Ich hatte einfach keinen Bock drauf und ich muss ganz klar sagen, mit diesen ohne Ecken und Kanten, persönlich würde ich das auch überhaupt gar nicht über ihn sagen, sondern ich versuche mich halt immer auf die Rap-Figur irgendwie zu beziehen. Wie gesagt, ich finde halt auch stumpf, so mich persönlich unterhalten stumpfe Battles, teilweise über Oberflächlichkeiten mehr als so eine ganz krasse Analyse, wo jetzt irgendwie drei Fakten von... Und ehrlich gesagt, auch als er diesen Couchsurfing-Account, ey, den hatte ich ja mal gar nicht auf dem Schirm. Also ich wusste, also in dem Moment, wo er... Ich versuche ja mal zu predikten, was der Gegner bringt. Ich bin nie auf diesen scheiß Couchsurfing-Account gekommen. Darauf hätte ich eigentlich kommen können. Und das Ding ist, ich wusste halt... Also man muss ja auch dazu sagen, ich flirte da mit Gastgebern. Ja, ich versuche mir eine Couch
zu klären mit dem Argument, dass ich ein super sympathischer Motherfucker bin. Also man muss da ja mal ein bisschen auf die Kacke hauen. Und ich wusste, da wird wahrscheinlich nichts super extrem komplett Peinliches sein, aber ich wusste, wenn man da lang genug sucht und da Sachen aneinander baut, dann werden die lustig und peinlich und das hat er auf jeden Fall gut gemacht. Aber ich hätte zum Beispiel nicht, also er meinte auch, er hatte auch mal so eine Zitat, ich würde es nicht machen, aber es ist überhaupt nicht als Vorwurf an ihm gemeint, weil ich habe diese Grenze nie kommuniziert so und nur weil ich es nicht machen würde, heißt nicht, dass er es nicht machen soll. Und ich hatte ihn auch gar nicht auf dem Schirm, Alter. Also wirklich, da, ja, kann man mal machen. Andere Herangehensweise auf jeden Fall, aber genau, du hast es gefeiert. Ja, hat man. Du wolltest was sagen dazu? Ja, ich wollte sagen, es gibt eine sehr lustige Stelle, wo du damit angibst, wie viele Freestyle-Battles du schon gewonnen hast auf deinem Couchsurfing-Account. Ja, so, ja. I won a lot of Freestyle. Ja, ja, das habe ich mir auch überlegt zu benutzen. Aber nee, es ist witzig. Insgesamt, ja, es ist eine andere Herangehensweise. Für mich ist es auf jeden Fall ein Anspruch. Für mich ist stumpf und Battles unterhalten mich nicht besonders einfach. Und ich mag das zu recherchieren. Ich finde, es ist wichtig. Ich sehe es gerne. So, das auf jeden Fall. Ich habe auch das Gefühl, dass du es feierst, wenn so richtig persönliche und tiefgehende Punches gegen dich kommen. Ja. Und das heißt, also du machst ja tatsächlich auf Facebook, haust du ja auch viel raus, womit man irgendwie was machen könnte. Also einfach ja alle möglichen Statusmeldungen, wo du deiner Kreativität freien Lauf lässt. So. Das heißt, du rechnest auch damit, beziehungsweise hättest überhaupt kein Problem damit, wenn Leute sowas auch verwenden von dir. Ja. Ich rechne damit, ich hätte überhaupt kein Problem damit. Ich mag das. Ich habe halt viele Battles geschaut in meinem Leben und es gibt halt einen Punkt, an dem dich halt manche Sachen nicht mehr jucken und manche Sachen noch jucken. Und jemanden, also klar, so eine Pseudo-Psychoanalyse, da bin ich auch ein bisschen drüber hinaus und so. Also ich, keine Ahnung, du glaubst nicht an dich selber, sowas. Es ist nicht nur, weil es psychologisch ist, es ist nicht gut. So auf gar keinen Fall. Aber zu recherchieren und je tiefer finde ich, desto besser fast. Und ich rechne damit bei mir. Ich rechne damit. Du hast auf jeden Fall einige Engels gedroppt, die gegen 90 noch nicht kamen und hast die auf die Spitze getrieben, wie er es gerade auch schon so schön gesagt hat. Letzte Frage an dich, auch ein bisschen der Fairness halber, weil ich bei ihm ja auch Unsicherheiten angesprochen habe. So, die dritte Runde. Oh. Wie ist das denn, wenn man chokes? I'm so sorry. Wie ist das denn, wenn man Chokes vorwirft und dann selbst choked? Wie, also so ist das dann, macht das das nicht noch ein bisschen schlimmer fast? Auf einer Skala von 1 bis 10 ist es ziemlich kacke. So, und vor allem, es ist natürlich auch Ironie des Schicksals, weil mein ganzes Leben lang fand ich nichts lustiger, als wenn jemand von Chokes redet und dann choked. Das ist einem Jeremy mal passiert, etc. Und ich lache mich immer, und ich denke mir so, ey, choke doch an irgendeiner Stelle. Und es musste passieren. Es musste dann natürlich passieren. Ja, choken fühlt sich kacke an, wenn das irgendwie die Frage war. Ist suboptimal. Kann passieren, sollte nicht. Choke nicht. Das ist ein Abschlussstatement auf jeden Fall. Wir haben nichtsdestotrotz, also trotz den Unsicherheiten, so ein ziemlich, ziemlich krasses Main-Match gesehen von beiden Seiten. Gewonnen hat es Josef Steinschleuder. Wir waren in der Oma Doris 99, Josef Steinschleuder. Don't let the label you. Wir sind raus.